Es waren knapp 30 Grad und der Beginn eines weiteren schwülen Sommertages in Washington. Um 8.58 Uhr am Morgen des 25. Juli 2001 versammelten drei Polizisten der Polizei von Washington 28 Kadetten entlang der Glover Road im Rock Creek Park. Sie suchten nach einer Spur der Regierungspraktikantin Chandra Ann Levi. Die 24-jährige Frau aus Kalifornien mit braunen Augen und ihrem markanten Lockenkopf hatte ihre Wohnung am DuPont Circle verlassen und hat sich danach einfach in Luft aufgelöst. Sie war seit 85 Tagen verschwunden und die Suche nach ihr hatte die Stadt und die ganze Nation in Atem gehalten. Der Suchverlauf ihres Laptops zeigte, dass sie an dem Tag, an dem sie verschwand, den riesigen 1750 Hektar großen Park besuchen wollte. Die Kadetten führten den Befehl des Commanders Jack Barrett aus, 100 Meter von den Straßen entfernt suchen, die den Park durchkreuzen. Ihnen war nicht klar, dass sie einen fatalen Fehler begangen haben. Der Polizeichef von DC, Charles H. Ramsey, wollte, dass die Kadetten 100 Meter abseits der langen Wanderwege des Parks suchen sollten. Durch die Beschränkung der Suche auf die kleinen Gebiete in der Nähe der Straßen hat die Polizei einen viel kleineren Teil des Parks abgesucht und ist nicht tiefer in den Wald vorgedrungen. Entweder hatte Ramsey seinen Befehl falsch kommuniziert oder Barrett hatte ihn einfach nur falsch verstanden. Nach 13 Uhr an diesem Nachmittag brachen die Sergeant die Suche ab und die müden Kadetten stiegen in einen Bus und fuhren in ein anderes Gebiet des Parks. Abseits des Western Ridge Trail in der Nähe der Glover Road unter dem dichten Blätterdach des Waldes lag eine Sonnenbrille auf dem Boden. Nicht weit entfernt lag ein weißer Reebok-Sneaker mit blauem Rand. Etwas weiter, am Rande einer Schlucht, lag eine schwarze Pro Spirit Stretchhose, die auf links gedreht war und deren Beine jeweils mit einem Knoten verschlossen waren. Und noch ein kleines Stückchen weiter lag die Leiche von Chandra Levi. Sie lag nur 79 Meter abseits des Weges. Es sollte weitere 10 Monate dauern, bis Chandras Leiche endlich gefunden wurde. Bis dahin waren die forensischen Beweise, die einen Mörder hätten identifizieren können, Blut, Haare oder Fasern, bereits verschwunden. Der Fall Chandra Levi ist der berühmteste ungelöste Mordfall in Washington, ein komplexes Puzzle aus Sex, Macht und politischen Geheimnissen. Im Mittelpunkt stand Chandra Levi, eine temperamentvolle junge Praktikantin, deren Wege sich mit einem gut aussehenden, verheirateten Kongressabgeordneten gekreuzt hatten. Die Geschichte löste 2001 ein monatelanges weltweites Medieninteresse aus, bevor sie durch die Anschläge vom 11. September verdrängt wurde und die Ermittlungen ins Stocken gerieten. Der Fall beginnt an einem Sonntag, dem 6. Mai 2001, mit einem Anruf gegen 16 Uhr bei der Polizeistation des 2. Bezirks in der Idaho Avenue im Nordwesten Washingtons. Am anderen Ende der Leitung war Robert Levi, ein Arzt aus Modesto, Kalifornien. Er hatte seit 5 Tagen nichts mehr von seiner Tochter Chandra gehört, seit sie eine E-Mail mit den Flugpreisen der Southwest Airlines für ihre geplante Reise in den Westen geschickt hatte. Eigentlich hätte sie schon längst zu Hause sein müssen. Sie war seit 7 Monaten in Washington, um ein Praktikum im Bureau of Prisons zu absolvieren, in der Gefängnisverwaltungsbehörde. Am 11. Mai sollte sie ihr Studium an der University of Southern California mit einem Masterabschluss in öffentlicher Verwaltung abschließen. Sie war sehr verantwortungsbewusst, sie hätte angerufen oder eine weitere E-Mail geschickt. Der scheinbar routinemäßige Vermisstenfall wurde von Detective Rolf Durant im 2. Bezirk von DC aufgegriffen, einem Ort, der so ruhig ist, dass die Polizisten dort von einigen Beamten in den härteren Teilen der Stadt scherzhaft Eichhörnchenjäger genannt werden. Das Revier ist für die noblen Viertel Cleveland Park und Georgetown zuständig und die Bedrohung besteht hauptsächlich aus Betrunkenen, Einbrechern und kleinen Dieben. Durant war ein Beamter mit 33 Dienstjahren auf dem Buckel, hatte wenig Erfahrung mit Mordfällen. Er trug weite Hosen, Cowboystiefel und sein Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Durant nahm die Information von Robert Levi entgegen. An jenem Tag, dem 6. Mai, ging die Polizei zu Chandras Wohnung am DuPont Circle und fand keinen Hinweis auf irgendein Verbrechen. Die Krankenhäuser in der Gegend und das Büro des Gerichtsmediziners wurden angerufen, ob sie jemanden mit dem Namen Chandra Levi kennen oder behandelt haben, doch keiner von ihnen hatte diesen Namen jemals gehört. Die Beamten betraten die Wohnung 4 Tage hintereinander, gingen mit Hilfe eines Hausverwalters hinein und öffneten Chandras Briefkasten. Außer einem offenen Koffer, der auf dem Boden stand, fanden die Beamten nichts Erwähnenswertes in ihrem Apartment. Daheim in Kalifornien durchforsteten Robert Levi und seine Frau Susan verzweifelt Chandras Handyrechnungen nach irgendwelchen Hinweisen. Es gab eine Nummer, die sie immer wieder anrief. Es handelte sich um das Büro des Kongressabgeordneten Gary Condit,
der den Wahlkreis der Levi's im kalifornischen Central Valley vertrat. Am 6. Mai, dem gleichen Tag, an dem er die Polizei anrief, rief Robert Levi Condit in seinem Haus in Ceres an, einer Stadt am Rande von Modesto. Die Frau des Kongressabgeordneten Carol nahm den Anruf entgegen und Condit rief etwa eine Stunde später zurück. Levi sagte Condit, er sei der Vater von Chandra Levi, einer Praktikantin in Washington. Sie wurde vermisst und vielleicht könnte er ja helfen. Condit sagte, Chandra sei mit einem seiner früheren Praktikanten befreundet gewesen und er versprach, alles in seiner Macht Stehende zu tun, sogar einen Beitrag zu einem Belohnungsfonds zu leisten. Nachdem Robert Levi aufgelegt hatte, sagte seine Frau Susan ihm, dass sie glaube, ihre Tochter sei mit dem 53-jährigen Condit zusammen. Robert Levi leitete diese Information am nächsten Tag an Detective Durant weiter, der den Kongressabgeordneten daraufhin anrief. Dann bekam die Sache ein bisschen mehr Schwung. Am 8. Mai rief Chandras Tante Linda Zamsky Detective Durant an und teilte ihm mit, dass Chandra sich ihr wegen einer Affäre anvertraut habe. Ebenfalls an diesem Tag rief der Abgeordnete Condit Detective Durant zurück. Er erzählte dem Beamten, dass Chandra ihn gelegentlich anrief, um sich beruflich Rat zu holen. Condit sagte, er habe seit etwa einer Woche nichts mehr von Chandra gehört. Am 10. Mai erwirkte die Polizei einen offiziellen Durchsuchungsbefehl und durchsuchte akribisch Chandras Wohnung. Sie inventarisierten alles, was sie fanden. Zwei teilweise gepackte Koffer, ein Mobiltelefon, Kreditkarten und einen Führerschein in einer Handtasche. Schmutziges Geschirr in der Spüle, ein Kühlschrank, der bis auf ein paar Nudelreste und Reese-Süßigkeiten leer war. Ihr Anrufbeantworter war voll mit 25 Nachrichten. Einige stammten von ihrer Mutter und einige von ihren Pateneltern. Zwei Nachrichten waren aber von Condit. Sie wurden am 3. Mai hinterlassen, zwei Tage nach Chandras Verschwinden. Der Kongressabgeordnete schien besorgt darüber, dass er nichts mehr von ihr gehört hatte. Chandras blauer Sony Vaio Laptop lag offen auf einem behelfsmäßigen Schreibtisch in einer Ecke des Flurs ihrer Wohnung. Ein Polizeibeamter aus Washington, der kein ausgebildeter Computertechniker war, schaltete ihn ein und versuchte, ihren Suchverlauf zu rekonstruieren. Dabei beschädigte er versehentlich den Suchverlauf auf dem Computer. Dieser Fehler warf die Ermittlungen zurück, da die Techniker einen Monat brauchten, um eine genaue Liste der letzten Websites zu erstellen, die Chandra besucht hatte. Die Rekonstruktion ihres Laptops förderte Folgendes zutage. Am Tag ihres Verschwindens, dem 1. Mai, verbindete sich Chandra um 10.27 Uhr mit dem Internet ihres Wohnhauses. Sie besuchte die Homepage von Condit, Southwestern Airlines, Amtrak und Baskin-Robbins, einer Eiskaffeekette. Um 11.26 Uhr ging sie auf WashingtonPost.com und klickte auf den Wetterbericht. Der Vorhersage zufolge sollte der Himmel wolkenlos sein. Um 11.33 Uhr klickte Chandra auf einen Washington Post Entertainment Guide zum Rock Creek Park. Oben auf der Seite stand außerdem die Verwaltungsadresse des Parks. Es war die Adresse der Klingel Mansion, die als Hauptsitz des Parks dient. Eine Minute später klickte sie auf einen Link für eine Karte des Parks. Ihre letzte Suche war um 12.24 Uhr. Die Ermittler stellten später die Theorie auf, dass Chandra möglicherweise geplant hatte, sich mit jemandem in der Klingel Mansion zu treffen. Vielleicht mit einem ihrer Freunde von der Strafvollzugsbehörde oder noch faszinierender, mit dem Abgeordneten Condit, der nicht weit vom Rock Creek Park entfernt wohnte. Die Theorie, dass er sich mit jemandem in der Klingel Mansion treffen wollte, setzte sich schnell durch und die Polizei verbrachte Tage mit der Durchsuchung des umliegenden Geländes. Aber es gab noch eine andere Möglichkeit, der die Ermittler zum damaligen Zeitpunkt aber weniger Glauben schenkten. Die Seite mit der Adresse von der Klingel Mansion enthielt Informationen über die Wanderwege des Parks. Sie enthielt auch Angaben zu den Pferdeställen, einer alten Mühle, dem Naturzentrum und dem Planetarium, allesamt nicht weit von dem Ort entfernt, an dem Chandras Leiche später gefunden wurde. Vielleicht suchte sie auch einfach nur einen schönen Ort, um spazieren zu gehen. Sie trieb gerne Sport und liebte die freie Natur und sie hatte gerade ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio gekündigt. Wäre sie also auf eigene Faust in den Park gegangen, hätte sie Opfer einer zufälligen Gewalttat werden können. Und es gab noch ein weiteres mögliches Beweisstück, das die Polizei übersehen hatte. Chandras Wohnhaus verfügte über mehrere Sicherheitskameras, die alles auf Band aufzeichneten, das aber alle 7 Tage gelöscht wurde. Als die Polizei auf die Idee kam, das Band auszuwerten, war es bereits zu spät und die Aufnahmen waren bereits überschrieben. Ihnen fehlten also Antworten auf mehrere wichtige Fragen. Wann hat sie das Haus verlassen und war sie allein? Der Empfangschef wusste es nicht und die Ermittler hatten keinen einzigen Anhaltspunkt.
General Levi kam im Herbst 2000 nach Washington. Sie war eine von vielen ehrgeizigen jungen Menschen, die in der Hauptstadt der USA ankommen und von der Nähe zur Macht und zur Politik begeistert sind. Chandras Eintrittskarte nach Washington war ein Praktikum beim Federal Bureau of Prisons während ihres letzten Semesters am College. Sie war ein intelligentes Mädchen, fit und zierlich, das gerne im Fitnessstudio trainierte. Chandra wuchs in einem großen Ranchhaus mit Pferden in Modesto auf, etwa 90 Autominuten östlich von San Francisco. Chandra träumte davon, die langweilige, staubige Stadt mitten im Nirgendwo zu verlassen und als FBI-Agentin die Welt zu sehen. Sie war getrieben von dem Drang nach mehr. Schon in der Highschool hatte sie eher ältere Männer gemocht und war in alles verliebt, was mit Harrison Ford zu tun hatte. Eine Zeit lang war sie sogar mit einem Polizisten aus Modesto zusammen. Während ihres Studiums an der San Francisco State University absolvierte sie ein Praktikum beim Bürgermeister von L.A. Und während ihres Masterstudiums an der University of Southern California absolvierte sie ein Praktikum für den Gouverneur von Kalifornien. Im Herbst 2000 ging sie zusammen mit Jennifer Baker, einer anderen Studentin der University of Southern California, zu dem Büro des Kongressabgeordneten aus Chandras Wahlkreis, Gary A. Condit. Sie erwarteten einen einfachen Mitarbeiter, doch stattdessen erschien der Abgeordnete selbst. Mit seinem Lächeln, seinem sorgfältig frisierten Haar und seinem charmanten Auftreten erinnerte der 52-jährige Condit Chandra sofort an Harrison Ford. Der Abgeordnete bot sich an, das Paar herumzuführen und begleitete sie auf die Aussichtsplattform des Kapitols, von der man aus einen Blick auf das historische Parlamentsgebäude hat. Er bot Chandras Freundin Jennifer Baker, die noch keinen Job hatte, ein Praktikum in seinem Büro an. Das Trio stellte sich für dieses Foto auf, wobei Condit mit einem breiten Lächeln strahlte, während Chandra zu seiner Rechten und Baker zu seiner Linken standen. Hinter ihnen befand sich ein großes Wandgemälde mit einem blauen Hund, dem Maskottchen einer Gruppe konservativ eingestellter Demokraten im Repräsentantenhaus, die von Condit angeführt wurde. In den letzten 11 Jahren hatte sich Condit einen Ruf als Abtrünniger innerhalb der Demokratischen Partei aufgebaut. An der Wand seines Büros hing ein Foto des republikanischen Parlamentspräsidenten Newt Gingrich. Er war einer der wenigen Demokraten, die Präsident Bill Clinton öffentlich dazu drängten, seine Beziehung zu der Praktikantin Monica Lewinsky offenzulegen. Condits konservative Positionen waren in San Joaquin Valley so beliebt, dass sein Wahlkreis als Condit Country bekannt wurde. Über das Leben von Gary Condit gibt es eigentlich nicht wirklich viel Spannendes zu berichten, außer einer Sache. Seine Vorliebe für junge, hübsche Frauen, die sich wie ein roter Faden durch sein Leben zieht. Und das als jemand, der seiner Wählerschaft konservative Werte vorzuleben scheint. Als Sohn eines Baptistenpredigers wuchs Condit in Tulsa, Oklahoma auf. Als er in die Highschool kam, begann Condit rebellisch zu werden. Er war ein gut aussehender, draufgängerischer Teenager, der schnelle Autos mochte und immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Er sammelte Strafzettel und wurde mehrmals wegen rücksichtslosen Fahrens verurteilt. Trotz seiner Vorliebe für schnelle Autos verliebte er sich in ein Mädchen, das auf der anderen Seite der Stadt lebte, Carolyn Berry, einer Blondine aus einer angesehenen Familie. Nach dem Highschool-Abschluss heirateten Condit und Berry am 18. Januar 1967. Im selben Sommer wurde ihr erstes Kind Chad geboren. Eine Tochter namens Katie sollte folgen. Die frisch Vermählten zogen mit Garys Vater Adrian nach Ceres, einer beschaulichen Stadt im kalifornischen Central Valley, die nach der römischen Göttin der Landwirtschaft benannt ist. Hier fand Condits Vater Arbeit als Pastor in der Village Chapel Free Will Baptist Church. Condits Karriere begann schon bald nach dem College, als er in den Stadtrat von Ceres gewählt wurde. 2 Jahre später, im Alter von 26 Jahren, wurde er Bürgermeister, der damals jüngste Bürgermeister in der Geschichte der Stadt. Er stieg stetig auf. Mit 28 war er Mitglied des Tennessee County Board of Supervisors, mit 35 Jahren Abgeordneter und mit 41 Jahren Mitglied des Kongresses. Nichts und niemand schien ihn aufhalten zu können. Er pflegte ein sorgfältiges Image als der Junge aus der Kleinstadt, der es zu etwas gebracht hat, aber nie vergaß, wo er herkam. Und Chandra ließ sich natürlich von Condits Charme direkt mitreißen. An Thanksgiving 2000, so erzählte Condit später der Polizei, kam Chandra 2 oder 3 Mal pro Woche zu ihm, oft nach dem Training im Washington Sports Club. Chandra nahm die Metro bis zur Haltestelle Woodley Park. Von dort aus ging sie zu Condits Wohnung im trendigen Viertel Adams Morgan und in der Regel blieb sie dort über Nacht. Die beiden zeigten sich selten in der Öffentlichkeit, sondern blieben lieber zu Hause, aßen Pasta und schauten Filme.
Auf ihrem Handy hatte sie Gary als Kurzwahl Nummer 7 gespeichert. Die Nummer von Condits Büro auf dem Capitol Hill war als Kurzwahl Nummer 8 eingespeichert. Chandra erzählte einem Verwandten, dass Condit darauf bestand, ihre Beziehung so vertraulich wie möglich zu behandeln. Schließlich vertrat er ja konservative Werte. Zunächst fügte sie sich auch seinem Wunsch. Doch nicht lange. Sie erzählte ihrer Freundin Baker, dass sie mit einem FBI-Agenten zusammen sei. Aber Chandra war so aufgeregt, dass sie sich nicht mehr zurückhalten konnte. Sie fing an, einigen Leuten zu erzählen, dass sie mit einem Kongressabgeordneten zusammen sei und dass er wie Harrison Ford aussehe. Chandra hatte 2 Karten für einen Ball zur Amtseinführung von George W. Bush am 20. Januar 2001 und sie brauchte jemanden, der mit ihr dorthin gehen sollte. Sie wandte sich an Robert Kirkjian, einem USC-Absolventen, den sie im Washington Sports Club kennengelernt hatte. Kirkjian war ein Buchhalter, der mit seinen 28 Jahren 5 Jahre älter war als Chandra. An diesem Nachmittag, als nur wenige Freunde in der Stadt waren, bat Chandra diesen Mann, den sie kaum kannte, sie zu begleiten. Er zog sich ein Smoking an und sie schlüpfte in ein Abendkleid. Am Abend fuhren sie in den Stadtteil Adams Morgan, wo Chandra sagte, sie müsse die Eintrittskarten für den Ball bei einem Freund abholen. Es war kalt und verschneit, aber anstatt dass Kirkjian sie zum Haus dieses ominösen Freundes fahren sollte, bat Chandra ihn, auf dem Parkplatz einer Tankstelle zu parken. Sie öffnete die Autotür und rannte in die eisige Nacht hinaus. Kirkjian war selbstverständlich verwirrt. Etwa 10 Minuten später tauchte Chandra wieder auf, in der Hand einen Umschlag mit 2 Eintrittskarten für den Ball. Eine Veranstaltung mit der R&B-Sängerin Macy Gray, die $1000 pro Karte kostet. Im National Museum of Women in the Arts angekommen, dem Ort, an dem der Ball stattfand, war Chandra nicht am Tanzen interessiert. Sie wollte weder etwas essen noch etwas trinken. Kirkjian war neugierig und fragte sie nach diesem ominösen Freund. Chandra gab aber nur ausweichende Antworten. Sie sagte, er sei ein Mitglied des Kongresses, aber mehr wolle sie nicht verraten, wie Kirkjian später der Polizei erzählte. 3 Monate später rief Chandra Kirkjian an. Seit ihrem letzten Date auf dem Ball hatte er keine Zeit mehr mit ihr verbracht und war überrascht, als sie ihn fragte, ob er sich in einer Bar treffen wolle. Es war der 27. April 2001, ein Freitag, ihr letztes Wochenende in der Stadt. Das Bureau of Prisons hatte ihr Praktikum abrupt beendet. Die Behörde hatte herausgefunden, dass sie ihr Studium im Dezember abgeschlossen hatte, sodass sie technisch gesehen gar keine Studentin mehr war und nicht mehr für ein Praktikum in Frage kam. Chandra bereitete sich also darauf vor, nach Los Angeles zurückzukehren, um am 11. Mai ihr Diplom an der USC entgegenzunehmen. Kirkjian hatte aber keine Lust, in eine Bar zu gehen. Stattdessen lud er Chandra zu Bier, Pizza und einem Film mit seinen Mitbewohnern in deren Wohnung am DuPont Circle ein. Dort angekommen, schüttete sie ihm ihr Herz aus. Sie war darüber enttäuscht, dass sie Washington verlassen musste und insbesondere ihren Freund, den Kongressabgeordneten. Sie erzählte ihm, er habe vor, seinen Sitz aufzugeben, Lobbyist zu werden, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, Chandra zu heiraten und eine zweite Familie zu gründen. Kirkjian war fassungslos über ihre Naivität und sagte ihr, dass sie verarscht worden sei. Chandra aber weigerte sich, das zu akzeptieren. Sie war Hals über Kopf verliebt und ihr Freund versprach ihr, dass alles gut werden würde. Sie war blind. Chandra wollte noch einen weiteren Film anschauen und weiter über ihren Freund reden, aber es war schon nach 1 Uhr nachts und Kirkjian nickte langsam ein. Er beschloss, dass es Zeit war, für sie zu gehen. Er begleitete Chandra zur Straße und winkte ein Taxi herbei und schickte sie auf den Heimweg. Er wusste nicht, dass das letzte Mal war, dass er sie jemals wieder lebend sehen würde. Robert Levis Anruf bei der Polizei, in dem er mitteilte, dass seine Tochter mit dem verheirateten Kongressabgeordneten Gary Condit zusammen war, brachte die Beamten auf einen Ermittlungspfad, den sie monatelang verfolgten. Am 9. Mai 2001 um 21.55 Uhr, 3 Tage nachdem sie erfahren hatten, dass Chandra Levi vermisst wird, begaben sich Detective Rolf Durant und sein Sergeant zu Condits Wohnhaus in Adams Morgan. Der Kongressabgeordnete sagte ihnen, er habe keine Ahnung, wo Chandra Levi sich aufhalte. Er sagte, sie hätten sich im Herbst 2000 kennengelernt, als er mit einer Freundin, die er als Praktikantin eingestellt hatte, in sein Büro auf dem Capitol Hill kam. Er sagte, er und Chandra seien Freunde geworden und er räumte ein, dass sie ihn in seiner Wohnung besucht und ein paar Mal sogar bei ihm übernachtet habe. Durants Frage, ob die beiden eine intime Beziehung miteinander hatten, wich er gekonnt aus. Er sagte, er habe Chandra seit der letzten Aprilwoche nicht mehr gesehen.
Sie schien nicht nervös oder aufgebracht zu sein, sie war sich über ihre unmittelbare Zukunft noch nicht ganz im Klaren, aber sie sagte ihm, sie wolle eines Tages FBI oder CIA-Agentin werden. Als er das letzte Mal mit ihr sprach, so Condit, habe sie ihm gesagt, sie wolle mit dem Zug zurück nach Kalifornien fahren. Condit fragte dann die Polizisten, ob er ein Verdächtiger sei. Die Polizisten sahen sich gegenseitig an und verneinten seine Frage. In seinen 3 Jahrzehnten als FBI-Agent hatte Jack Barrett schon alles gesehen. Fälle von Drogenhandel in New Orleans, organisiertes Verbrechen in Newark, Korruptionsfälle bei der Polizei in Washington. Im Mai 2001, kurz vor seiner Pensionierung beim FBI, begann Barrett eine zweite Karriere als Chef der Kriminalpolizei von Washington. Und nun hat er den Fall seines Lebens. In den nächsten Wochen und Monaten hörten sich Barrett und seine Ermittler mehrere Geschichten über Condit und andere Frauen an. Geschichten, die Condit später als unwahr abtun sollte. Und je mehr die Ermittler hörten, desto mehr konzentrierten sie sich auf den Kongressabgeordneten. Könnte vielleicht sein Lebensstil etwas mit Chandras Verschwinden zu tun haben? Eine Frau, die sich bei ihm meldete, war Jolene McKay, die Mitte der 1990er Jahre als Junior-Assistentin für Condit tätig war. Sie war eine 22 Jahre alte und gut aussehende Assistentin und sie war verrückt nach dem Kongressabgeordneten. Die Affäre sollte geheim bleiben, erzählte sie, aber die Leute in Condits Büro auf dem Capitol Hill wussten natürlich alle Bescheid. Sie gab an, dass ihre Beziehung etwa 3 Jahre gedauert habe und Condit manipulativ und kontrollierend gewesen sei. Sie hatte von Chandras Verschwinden mitbekommen und hatte sich Sorgen um ihr Wohlergehen gemacht. Die Polizei wollte dann noch mit einer Frau namens Anne Marie Smith sprechen. Die attraktive Flugbegleiterin sagte, sie habe Condit zum ersten Mal im Juli 2000 auf einem United Airlines Flug von San Francisco nach Dulles in einem Sitz der Business Class sitzen sehen. Smith sagte, dass er sich ihr einfach als Gary vorstellte und ihr ein Stück von seinem Energieriegel und seine Telefonnummer anbot. Und natürlich war sie von Condit sofort angetan. Er war zurückhaltend und gut aussehend. Nach der Landung des Flugzeugs schauten sie und eine andere Flugbegleiterin auf der Bordliste nach einem Gary. Kongressabgeordneter Gary Condit hieß es dort. 2 Tage später trafen sich Smith und Condit in einem Restaurant in Georgetown. Sie war verständlicherweise misstrauisch, als sie erfuhr, dass Condit eigentlich verheiratet war. Sie gehe nicht mit verheirateten Männern aus. Sie kehrte nach Hause zurück und notierte den Tag, an dem sie Condit traf, in ihrem Tagebuch. Zitat: 10. Juli 2000, ich habe einen neuen Freund getroffen, habe 30 Stunden Aufenthalt und Zeit mit einem Freund verbracht. Sie erzählte der Polizei, dass sie sich bald darauf trafen und Condit sie mit Aufmerksamkeiten und Geschenken überhäufte. Er schenkte ihr ein Lederarmband, das mit Silberherzen besetzt war, und zu Weihnachten schenkte er ihr sogar ein Goldarmband. Sie gab an, Condit habe ihr gesagt, die Beziehung könne ewig dauern, solange sie es niemandem erzähle. Sie trafen sich in Hotels und in seiner Eigentumswohnung im 4. Stock im nördlichen Teil von Adams Morgan, einem schicken Viertel mit vielen Restaurants, ausgefallenen Geschäften und überfüllten Nachtclubs in der Nähe des National Zoo und des Rock Creek Park. Es war kein typisches Viertel für einen konservativen Kongressabgeordneten aus einem eher rechtsgerichteten Landwirtschaftsbezirk. In der zweiten Maiwoche 2001 begannen sich in Washington Gerüchte über eine Beziehung zwischen Chandra und Condit zu verbreiten. Smith sagte, Condit habe sie kontaktiert und sie gebeten, ihn eine Zeit lang nicht anzurufen. Er würde sie zurückrufen. General Levi erschien am 11. Mai 2001 nicht zu ihrer Abschlussfeier an der University of Southern California. Ihre Eltern konnten keine einzige Nacht mehr ruhig schlafen. Sie hatten seit 10 Tagen nichts mehr von ihrer Tochter gehört und waren der Meinung, dass die Polizei in Washington nicht schnell genug handelte, um sie zu finden. Sie hatten das Gefühl, dass die Polizei ihre Dringlichkeit nicht teilte und sie wollten antworten. Um Hilfe zu erhalten, wandten sie sich an die Carol Sund Carrington Memorial Reward Foundation, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Modesto, die gegründet wurde, nachdem 1999 3 Wanderer im Yosemite-Nationalpark getötet worden waren. Die Organisation wusste, wie man die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht und hielt am 15. Mai in Modesto eine Mahnwache ab. Die Levi's kamen nach der Mahnwache zu dem Schluss, dass die Geschichte ihrer vermissten Tochter, die in Washington kaum beachtet worden war, landesweite Aufmerksamkeit in den Medien benötigte. Am 15. Mai flogen sie nach Washington D.C., um ihren Fall direkt bei der Polizei und den Medien vorzubringen.
Die Levis hatten ein 2,5 Stunden langes Gespräch mit FBI-Agenten und Beamten der Polizei von Washington, darunter der leitende Detective Rolf Durant und der Chief of Detectives Jack Barrett. In einem Bericht der Washington Post am Tag nach ihrer Ankunft wurde das Paar als wütend über die mangelnde Kooperation der Polizei von Washington beschrieben. Der stellvertretende Polizeichef Terrence W. Gaynor verteidigte seine Abteilung. Der gesellige und wortgewandte ehemalige Ermittler der Mordkommission von Chicago erklärte den Reportern, dass er die Frustration des Paares verstehen würde. Der Artikel enthielt auch die erste Stellungnahme des Kongressabgeordneten der Heimatstadt der Levis, Gary Condit, der $10,000 zu einem Belohnungsfonds beigesteuert hatte. Chandra ist ein großartiger Mensch und eine gute Freundin, sagte Condit. Condits Beziehung zu Chandra war bisher nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Das sollte sich nun aber ändern. Die Reporter erfuhren von ihrer Polizeiquelle, dass Condit eine Beziehung zu Chandra hatte und seine Unterstützer versuchten im gleichen Zuge die Gerüchte zu entkräften. Eine Romanze zwischen den beiden hat es überhaupt nicht gegeben, sagte Condits Stabschef Michael Lynch. Am 17. Mai, dem zweiten Tag in Washington, fuhren die Levis zum Capitol Hill, um sich mit den Senatoren Barbara Boxer und Dianne Feinstein zu treffen. Anschließend hielten sie eine Pressekonferenz im Arlington County ab. Die Geschichte war perfekt für die Hauptsendezeit der US-amerikanischen Bevölkerung. CNN und die Sendung Dateline NBC begannen Beiträge über die vermisste Praktikantin zu senden. Der Medienrummel um Chandra Levi kam nun so richtig ins Rollen und er sollte die Ermittlungen auf äußerst negative Art und Weise beeinflussen. Um 17 Uhr desselben Nachmittags hatten die Levis ein weiteres Treffen mit der Polizei von Washington. Susan Levi erzählte ihnen, dass sie im Monat zuvor ein seltsames Gespräch mit ihrer Tochter geführt hatte. Chandra hatte gesagt, dass sie sich mit jemandem trifft, aber sie wollen nicht sagen, mit wem. Am 18. Mai berief die Polizei eine Sitzung mit dem FBI ein, die sie als Taskforce bezeichnete. Sie erstellten eine Liste von verdächtigen Bereichen und Personen. Darunter Chandras Fitnessstudio, das Bureau of Prisons, wo sie ein Praktikum absolvierte, Robert Kirkchian, einer der letzten Menschen, die Zeit mit Chandra verbrachten, und seine beiden Mitbewohner, eine Gruppe von Männern, die die Ermittler als Pizza-Party-Bekannte bezeichneten. FBI-Agenten unterzogen Kirkchian und einen seiner Mitbewohner später einem Lügendetektor-Test und stellten fest, dass sie nichts mit Chandras Verschwinden zu tun hatten. Die Taskforce führte auch einen Mann namens Sven Jones auf ihrer Liste, einem Kollegen von Chandra bei der Gefängnisbehörde, der im selben Fitnessstudio, dem Washington Sports Club, trainierte. Chandra rief ihn 3 Tage vor ihrem Verschwinden zum letzten Mal per Handy an. Der gut aussehende Jones malte und modellierte in seiner Freizeit und zitierte gerne Nietzsche. Jones kooperierte mit der Polizei so gut er konnte und gab an, dass er und Chandra befreundet waren und dass sie ihm von einer Affäre mit einem einflussreichen Regierungsmitglied erzählt hatte. Er sagte auch, er sei an dem Tag, an dem Chandra ihn anrief, mit seiner Freundin in Kanada gewesen. Die Ermittler konnten schnell herausfinden, dass er bei einem Grenzübergang nach Kanada registriert wurde. Er machte einen Lügendetektortest, bestand ihn und wurde als Verdächtiger ausgeschlossen. Dann gab es da noch einen weiteren Verdächtigen auf ihrer Liste. Er hieß nur CM. Das CM stand für Congressman. Es war Gary Condit. Am selben Tag, an dem die Taskforce zusammentrat, veröffentlichte die Washington Post einen Artikel, der weitere Details zu den Gerüchten über eine Affäre zwischen Chandra und dem Kongressabgeordneten enthielt. In dem Artikel wurde sich auf eine Aussage des stellvertretenden Polizeichefs Ronald Monroe bezogen. Chandra habe Condits Wohnung mehr als nur ein paar Mal besucht. Anfang Juni 2001 stapften Teams von Polizeibeamten durch die Wälder in der Nähe von Condits Wohnung in Adams Morgan, um nach Spuren von Chandra zu suchen. Polizeichef Ramsey sagte, der Ort der Durchsuchungen habe nichts mit dem Kongressabgeordneten zu tun. Laut Polizei war er kein Verdächtiger. Verständlicherweise heizten die Durchsuchungen in der Nähe von Condits Wohnort die Spekulation der Medien noch weiter an. Auf dem Capitol Hill und im Pressestab gab es auch die Gerüchte, dass Condits Frau Carolyn am Wochenende vor Chandras Verschwinden in Washington war. Sie nahm am 3. Mai an einem Mittagessen für die First Lady Laura Bush teil und war Berichten zufolge sehr aufgebracht, trug eine Baseballkappe und eine Sonnenbrille. Es stellte sich aber heraus, dass Carolyn zwar an dem Mittagessen teilnahm, aber der Hinweis, dass sie aufgebracht sei, beruhte auf falschen Informationen aus zweiter Hand.
Am Abend des 6. Juni rief Condit den leitenden Ermittler Durant an und beschwerte sich darüber, dass die Polizei Informationen über Chandra weitergab, die er ihnen bei seiner Befragung am 9. Mai gegeben hatte. Durant leugnete dies und bat darum, noch einmal mit Condit zu sprechen, und zwar informell. Der Abgeordnete sagte, er wisse nicht, ob er einem weiteren Gespräch zustimmen würde. Er sei zu wütend über die undichten Stellen und verliere sein Vertrauen in die Polizeibehörde. In der Zwischenzeit wuchs die Wut von Robert und Susan Levi auf den Kongressabgeordneten. Sie waren der Ansicht, dass er etwas über ihr Verschwinden wissen würde, dies aber aufgrund von Angst vor negativen Schlagzeilen verheimlichen würde. Am 14. Juni 2001 unternahm das Ehepaar den Schritt, eine nationale Pressekonferenz abzuhalten, um Condit direkt aufzufordern, alles, was er wusste, preiszugeben. Um den Druck auf Condit und die Polizei zu erhöhen, hatten die Levis einen der besten und klügsten Anwälte Washingtons engagiert, einen geschickten und erfahrenen Prozessanwalt namens William Martin, der in der Stadt einfach nur Billy genannt wurde. Eine Woche nach der Pressekonferenz war das Paar zurück in Washington in Martins Büro. William Martin war eine feste Größe in der juristischen Welt Washingtons. Als ehemaliger Staatsanwalt für Mordfälle bei der US-Staatsanwaltschaft in Washington hatte Martin geholfen, den Fall gegen den ehemaligen Bürgermeister von Washington, Marion Barry, aufzubauen, bei dem es um eine beträchtliche Menge Drogen ging. Als Strafverteidiger hatte Martin Klienten, die von der Mutter von Monica Lewinsky, die durch die Affäre mit Bill Clinton bekannt wurde, bis hin zum Basketballstar Allen Iverson von den Philadelphia 76ers reichten. Martin brachte zwei ehemalige Veteranen der Polizei von DC ins Spiel, Dwayne Stanton und JT McCann, beides extrem erfahrene Ermittler. Die Levis waren aber nicht die einzigen, die einen hochkarätigen Anwalt engagierten. Condit beauftragte Abe Lowell, einen knallharten Strafverteidiger, der dafür bekannt war, die Mächtigsten der Mächtigen zu vertreten. Während des Lewinsky-Skandals diente Lowell als leitender demokratischer Untersuchungsbeauftragter des Repräsentantenhauses und leitete die Bemühungen ein, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Bill Clinton zu verhindern. Martin versuchte mit Hilfe von Pressekonferenzen Druck auf die Polizei auszuüben, um die Ermittlungen zu beschleunigen. Er richtete eine Hotline ein, um Hinweise entgegenzunehmen und versprach, seine eigenen Ermittlungen durchzuführen. Der Leiter der Kriminalpolizei in Washington, Jack Barrett, sagte, die Polizei habe drei unterschiedliche Theorien. Theorie Nummer 1, Chandra ist weggelaufen. Theorie Nummer 2 ist, sie hat Mord begangen. Oder Theorie Nummer 3 ist, sie wurde Opfer eines Verbrechens. Martin und die Levis hielten die Selbstmord- und die Ausreißertheorie von Anfang an für lächerlich. Sie glaubten, dass die Polizei den Fall verpfuschte, weil sie nicht schnell genug handelten. Und sie sollten Recht behalten. Um die Situation zu entschärfen, einigten sich die Anwälte auf ein geheimes Treffen zwischen Susan Levi und Gary Condit. Es sollte ein inoffizielles Treffen von Angesicht zu Angesicht werden, weit weg von den Kameras. Die Anwälte der jeweiligen Parteien, Martin und Lowell, einigten sich auf eine Reihe von Fragen, die Susan Levy dem Kongressabgeordneten stellen durfte. Wann hat er Chandra zum ersten Mal getroffen? Wie oft haben sie sich getroffen? Wann habe er sie das letzte Mal gesehen? Und hat er Informationen darüber, wo sie sich jetzt aufhalten könnte? Am Abend des 21. Juni 2001 betraten Susan Levi und Martin die Lobby des Jefferson Hotels nur 4 Blocks vom Weißen Haus entfernt. Sie gingen zu einem privaten Bankettsaal. Robert Levi war nicht bei ihnen. Er war zu aufgewühlt, um dem Mann entgegenüberzutreten, von dem er glaubte, dass er etwas mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun haben könnte. Schließlich traf Susan zum allerersten Mal auf Condit. Sie setzte sich mit ihrem Anwalt Martin gegenüber von Condit und Lowell an den Tisch und begann, ihre Fragen zu stellen. Doch vor allem auf die letzte Frage, wo Chandra sein könnte, fand Condit keine Antwort. Nach dem Gespräch hatte Susan das Gefühl, dass er mehr wusste, als er zugab. Am 23. Juni willigte Condit ein, sich ein zweites Mal mit den Ermittlern aus Washington DC zu treffen. Er war immer noch verärgert darüber, über die undichten Stellen und beschwerte sich darüber, dass seine Äußerungen gegenüber der Polizei in der Zeitung erschienen waren. Aber der Kongressabgeordnete wollte kooperieren, um den Fall hinter sich zu lassen und vor allem den Verdacht von sich zu nehmen. Er und Lowell trafen sich mit den Ermittlern in einem Privathaus in Georgetown. Während des einstündigen Gesprächs hatten die Ermittler Dutzende von Fragen. Condit beantwortete alle bis auf eine.
Er sagte dem Beamten, er habe Chandler zuletzt am 24. oder 25. April in seiner Wohnung gesehen. Sie sprachen über das Ende ihres Praktikums und ihre Pläne, nach Kalifornien zurückzukehren. Condit wiederholte seine Aussage, dass er keine Ahnung habe, was mit ihr passiert sei. Ihre Stimmung sei nicht ungewöhnlich gewesen und sie hätten sich nicht gestritten. Sie habe sich nicht über Probleme mit anderen Leuten beschwert. Sie war auf niemanden wütend. Die Ermittler befragten den Abgeordneten zu seiner Beziehung zu Chandra. Er beschrieb sie als eine Wählerin, die zu einer Freundin wurde und sagte, sie habe geglaubt, er könne ihre Karriere voranbringen. Er wiederholte das, was er bereits zuvor gesagt hatte, dass er sie im Herbst 2000 kennengelernt hatte, als sie und eine Freundin von ihr in seinem Büro auf dem Capitol Hill auftauchten. Er sagte, Chandra sei 3 oder 4 Mal in seine Wohnung gekommen. Er sagte, dass sie nie zusammen außerhalb Washingtons unterwegs waren und dass er ihr nie Geschenke gemacht hat. Dies widerspricht der Aussage von Chandras Tante, Linda Zemsky, die ich bereits am Anfang erwähnt hatte, die der Polizei erzählt hatte, dass der Abgeordnete ihrer Nichte ein goldenes Armband geschenkt hatte. Als die Polizei Condit nach dem Armband befragte, sagte er, er habe Chandra nie eines geschenkt. Der Polizeichef Barrett forderte Condit auf, über seinen Verbleib zwischen dem 28. April und dem 3. Mai Auskunft zu geben. Condit sagte, er habe Chandra in dieser Zeit nicht gesehen und ging seinen gewöhnlichen Aktivitäten nach, Arbeit in seinem Büro und Abendessen mit seiner Frau. Condits Anwalt hatte die Ermittler ausdrücklich darauf hingewiesen, davon auszugehen, dass Condit und Chandra eine Beziehung hatten und Fragen zu vermeiden, die nicht von Belang waren. Doch Durant drängte Condit zu weiteren Einzelheiten über die Beziehung, bis der Anwalt die Befragung schließlich abbrach. Condit sagte später, dass die Polizei alles, was sie von ihm brauchte, von ihrer ersten 45-minütigen Befragung am 9. Mai erfahren hatten. Deswegen verstand er auch nicht, warum er ein weiteres Mal zu einer Befragung eingeladen wurde. Die Polizei von Washington erhielt Hinweise aus der ganzen Welt, von denen einer seltsamer war als der andere. Hunderte von Hellsehern und Mentalisten meldeten sich telefonisch mit ihren Wahrsagungen, Visionen und Sichtungen. Einige der Hinweise waren plausibel, andere wiederum waren es nicht. Alle raubten den Beamten einfach nur wertvolle Zeit. Die Polizei war frustriert, sie investierten so viel Zeit wie bis dato in keinen anderen Fall und erreichten trotzdem keinen einzigen Durchbruch. Keine Zeugen, keine Beweisstücke und keine soliden Hinweise. Ein Hellseher sagte, dass Chandra die Kehle durchgeschnitten wurde und dass sie in einen Leichensack gesteckt und im Keller eines Smithsonian-Lagergebäudes in Anacostia verstaut wurde. In ihrer Verzweiflung überprüfte die Polizei das Gebäude, fand aber natürlicherweise nichts. Ein anderer behauptete, Chandra sei ermordet und in den Potomac River nahe der Memorial Bridge geworfen worden. Ein Tauchteam fand nichts. Ein anderer Anrufer sagte, Chandra sei das Opfer eines Selbstmordattentats in Israel gewesen. Die Polizei rief ihre israelischen Kollegen an, aber auch das war eine falsche Spur. Ein anderer Hellseher erzählte einem Polizisten aus Maryland, dass Chandra in Howard County begraben sei. Die Polizisten überprüften den Ort, aber das war nur eine weitere falsche Fährte. Schließlich wurde der CIA hinzugezogen, weil sie sich mit der Analyse von Mobilfunkdaten auskannten. Die Agenten fanden heraus, dass Chandra Wochen vor ihrem Verschwinden einen Anruf tätigte, der von einem Mobilfunkmast in der Nähe des Columbia Hospital for Women in Foggy Bottom aufgefangen wurde. Die Ermittler erkundigten sich bei dem Krankenhaus nach Chandra, doch ihren Namen kannte dort ebenfalls niemand. Während sich die Polizei von Washington D.C. bei ihren Ermittlungen vor allem auf den Abgeordneten Gary Condit und seine Beziehungen zu der vermissten Praktikantin Chandra Levi konzentrierte, tauchte so langsam aber sicher ein weiterer Verdächtiger am Horizont der Ermittlungen auf. Es ging um einen Mann, der in den Wäldern des Rock Creek Park Frauen angriff. An dem Tag, an dem Chandra verschwand, dem 1. Mai 2001, erschien Ingmar A. Guandicki, ein 19-jähriger illegaler salvadorianischer Einwanderer, nicht zu seiner Arbeit auf dem Bau. Zu dieser Zeit wohnte er bei seiner Vermieterin Sheila Cruz, der auffiel, dass Guandicki aussah, als wäre er in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Sein Gesicht war ramponiert und geprellt. Er hatte eine dicke Lippe und einen blutigen Fleck im Auge und Kratzer an seinem Hals und in seinem Gesicht. Guandicki stammte aus einem Dorf in der Nähe der Stadt San Miguel in El Salvador. Sein Vater wurde während des salvadorianischen Bürgerkriegs noch vor Guandikis Geburt 1981 von Guerillas entführt und später hingerichtet. Guandicki wuchs in einem Lehmhaus mit Lehmboden, ohne fließendes Wasser und mit einer offenen Grube
zum Kochen der Mahlzeiten auf. Er hatte es satt, in El Salvador zu bleiben und wollte ein besseres Leben in Amerika. Ein Freund der Familie lieh ihm $5,000, um einen Schlepper zu bezahlen, der ihn mit mehr als 50 anderen über die texanische Grenze schmuggelte. Er verließ sein Zuhause im Januar 2000, schwamm schließlich über den Rio Grande, überquerte die Grenze und kam im März 2000 in Houston an. Von dort aus machte er sich auf den Weg nach Washington, um sich seinem Halbbruder und anderen Freunden der Familie anzuschließen. Innerhalb eines Monats fing Guandiki an, Tagelöhnerjobs auf Baustellen anzunehmen und kleine Geldbeträge nach Hause zu schicken. Im Herbst 2000 lernte er ein Mädchen kennen, namens Iris Portillo. Anfang 2001 begann Guandiki mit Portillo und ihrer Mutter in deren Wohnung zu leben. Das junge Paar ging in der Nähe des National Zoo spazieren und machte öfters ein Picknick im Rock Creek Park. Guandiki fiel es schwer, sich an das Leben auf der untersten Stufe der amerikanischen Schicht anzupassen. Er sprach kaum Englisch, er war nicht an die Routinen gewöhnt, morgens aufstehen, pünktlich zur Arbeit kommen und den ganzen Tag mit einer niederen, anstrengenden Arbeit verbringen. Er hatte Mühe, seine Rechnungen zu bezahlen, Geld nach Hause zu schicken und die schönen Dinge zu kaufen, die Portillo sich von ihm gewünscht hat. Das änderte sich alles und im Frühjahr 2001 begann Guandiki mehr Zeit mit Trinken und dem Herumhängen im Rock Creek Park zu verbringen. Er begann in ein rotes Tuch eingewickeltes Messer bei sich zu tragen. Nachdem er Briefe von einem von Portillos Ex-Freunden aus El Salvador gefunden hatte, verprügelte er sie. In der darauffolgenden Zeit wurde er immer gewalttätiger. Er bedrohte Portillo und verwüstete deren Wohnung. Schließlich hatte Portillos Mutter genug gesehen. Sie forderte Guandiki auf, ihre Wohnung zu verlassen und sich von ihrer Tochter fernzuhalten. Am Nachmittag des 7. Mai brach Guandiki in die Wohnung von Tomasa Oriana, einer Nachbarin, ein. Er trug rote Arbeitshandschuhe, eine schwarze Hose und eine Baseballkappe und hatte drei Schraubenzieher bei sich. Die Einbruchsausrüstung eines armen Mannes. Er erbeutete gerade einmal einen goldenen Ehering, doch Oriana kam früher als erwartet nach Hause und sah Guandiki, den sie aus der Nachbarschaft kannte, in einer Ecke ihres Schlafzimmers kauern. Da Guandiki kein besonders guter Einbrecher war, reichte es aus, dass sie ihn anschrie und er einfach aus ihrer Wohnung flüchtete. Oriana rief die Polizei, die sich auf die Suche nach dem Verdächtigen machte. Er war 1,80 Meter groß und wog ca. 70 Kilo, hatte schwarzes Haar, tiefbraune Augen, eine breite Stirn und eine flache Nase, die aussah, als sei sie schon einmal gebrochen worden. Als die Beamten ihn ein paar Blocks entfernt entdeckten, fanden sie die Schraubenzieher und den Ehering in seinen Taschen. Oriana identifizierte Guandiki als den Mann, den sie in ihrem Schlafzimmer gefunden hat. Er wurde wegen Einbruchs festgenommen und sollte am 29. Mai vor Gericht erscheinen. Eine Woche nach seiner Verhaftung wegen Einbruchs, am 14. Mai, ging Hallie Schilling regelmäßig im Rock Creek Park joggen. Gegen 18.30 Uhr joggte sie los und hörte dabei Musik auf ihrem gelben Sony Walkman. Auf ihrem Weg sah sie einen jungen, hispanisch aussehenden Mann auf dem Bordstein eines Parkplatzes sitzen. Ohne dass Schilling es wusste, stand er auf und lief hinter ihr her und wartete, bis sie tiefer in den Park hineinjoggte. Irgendwann spürte Schilling, dass jemand hinter ihr war. Sie dachte, es sei ein anderer Läufer und wurde langsamer, um ihn vorbeizulassen. Stattdessen sprang der hispanisch aussehende Mann ihr auf den Rücken und packte sie an der Kehle. Sie stürzten zu Boden und Schilling begann, um ihr Leben zu kämpfen. Das Rauschen des Berufsverkehrs übertönte ihre Schreie. Schilling rammte ihre Finger in den Mund des Angreifers und grub ihre Nägel unter seine Zunge, so wie es ihr Jahre zuvor in einem Selbstverteidigungskurs beigebracht worden war. Der Mann biss ihr zwar in die Finger, ließ sie aber los und rannte davon. Schilling machte sich auf den Weg zu einer US Park Police Station. Sie meldete das Verbrechen und sagte, sie glaube nicht, dass ihr Angreifer versucht habe, sie auszurauben. Er hatte weder ihren Walkman noch ihren großen diamantenen Verlobungsring gestohlen. 7 Wochen später, am 1. Juli 2001 um 19.30 Uhr, joggten Christy Weigand und ihr Verlobter im nördlichen Teil des Rock Creek Park. Es hatte den ganzen Tag über immer wieder geregnet. Weigand ist eine ehemalige Ruderin und Absolventin der Cornell University Law School und von Beruf Rechtsanwältin. Ihr Verlobter lief voraus und war bald außer ihrer Sichtweite. Plötzlich spürte Weigand, dass sich von hinten jemand schnell näherte. Bevor sie begriff, was geschah, schlang ein Mann seine Arme fest um sie und zog sie vom Weg in eine Schlucht. Weigand konnte erkennen, dass ihr Angreifer ein Messer trug. Der Angreifer hielt ihr die Klinge an das Kinn. Sie schrie, aber er hielt ihr den Mund zu und befahl ihr, still zu sein. Aber plötzlich ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete in die Wälder.
Weigand winkte einen vorbeifahrenden Autofahrer heran, der sie zu einer US Park Police Station brachte. Sie sagte, ihr Angreifer sei ein junger Hispano-Amerikaner gewesen, der ein weißes Tanktop, knielange, schwarze, ausgebeulte Shorts und Turnschuhe trug. Die Beamten der Park Police schwärmten aus und suchten den Angreifer per Hubschrauber aus der Luft. Um 20.15 Uhr am selben Abend, nur 45 Minuten nach dem Angriff, griffen zwei Beamte einen Mann in der Nähe eines Golfplatzes im Rock Creek Park auf. Die Polizei fuhr Weigand zum Tatort, wo sie ihn als ihren Angreifer identifizierte. Es war Ingmar Gwandicki. Er wurde in Handschellen abgeführt und in einen kleinen steinernen Unterstand in der Mitte des Parks eingesperrt, den die Polizei als Rock Creek Hotel bezeichnete. Gegen 1 Uhr am 2. Juli betraten drei Beamte der Parkpolizei, darunter ein Übersetzer, seine Zelle. Die Beamten versuchten, das Vertrauen von Gwandicki zu gewinnen. Sie hielten die Zellentür offen, gaben ihm etwas Wasser und Essen und ließen ihn die Toilette benutzen. Gwandicki willigte ein, ohne Anwalt zu sprechen. Er sagte, er habe als Schreiner gearbeitet, habe aber im Moment keine Arbeit. Über den Übersetzer fragte einer der Beamten, ob er etwa 6 Stunden zuvor jemanden im Park angegriffen hatte. Gwandicki verneinte. Dann versuchte der Beamte eine andere Taktik. Er fragte Gwandicki, ob es möglich sei, dass er mit einer Frau zusammengestoßen sei und die Begegnung ein Missverständnis gewesen sei. Das wiederum bejahte Gwandicki. Er erklärte, er sei im Park gejoggt, als er einen Schmerz in seinem Knie spürte. Er bückte sich, um es zu massieren, und eine Joggerin stieß mit ihm zusammen, sodass beide von der Strecke stürzten. Gwandicki sagte, er habe versucht, der Joggerin zu helfen, aber sie begann zu kämpfen und zu schreien. Erschrocken rannte er davon. Ohne es zu wissen, hatte Gwandicki sich gerade selbst in den Angriff auf Weigand verwickelt. Die Beamten erzählten Gwandicki, dass die Joggerin sagte, er hätte ein Messer bei sich gehabt. Gwandicki verneinte das und sagte, sie habe wahrscheinlich das Glitzern seines goldenen Armbands gesehen und es mit einem Messer verwechselt. Einer der Beamten erinnerte sich an einen anderen ungelösten Angriff im Park, den Vorfall vom 14. Mai mit Halle Schilling. Er wandte wieder dieselbe Taktik an. Er fragte Gwandicki, ob er noch andere Male versehentlich mit jemandem im Rock Creek Park zusammengestoßen sei. Auch dies bejahte er. Er sagte, da war etwas 1 oder 2 Monate zuvor. Er hatte eine große Frau mit langen Haaren gesehen, die mit einem gelben Walkman lief. Er joggte hinter ihr und sie schaute über die Schulter, woraufhin sie stürzte. Gwandicki sagte, er habe versucht, ihr aufzuhelfen, aber sie habe geschrien, also sei er weggelaufen. Ohne es zu wissen, hatte Gwandicki sich gerade ebenfalls selbst in den Angriff auf Schilling verwickelt. Schließlich wurde er wegen Körperverletzung und Entführung im Zusammenhang mit dem Angriff auf Weigand angeklagt. Im Fall von Schilling musste jedoch eine Gegenüberstellung abgewartet werden. Die Beamten probierten noch was anderes. Einer der Beamten zeigte ihm ein Flugblatt der Polizei von DC mit einem Foto von Chandra Levi, der vermissten Praktikantin, und fragte ihn, ob er sie schon einmal gesehen habe. Gwandicki verneinte. Doch dann änderte er plötzlich wieder seine Geschichte. Er habe sie eines Tages gesehen, als er sich auf einem Parkplatz herumgetrieben habe. Der Beamte machte aber leider einen Fehler. Er nahm keine Bemerkung von Gwandicki über Chandra in seinem Bericht auf und er konnte sich nicht daran erinnern, dass er es damals anderen Kollegen erzählt hat. Damals schien es nicht wichtig zu sein. Er sagte, er habe sich auf die Übergriffe auf Weigand und Schilling konzentriert und nicht auf den vermissten Fall Chandra, da dies nicht in ihrer Zuständigkeit als Parkpolizei lag. In der ersten Juliwoche 2001 wussten die Ermittler, die das Verschwinden von Chandra Levi untersuchten, immer noch nicht, dass ein Mann junge Joggerinnen im Rock Creek Park mit einem Messer attackiert hatte. Der Abgeordnete Gary Condit stand weiterhin im Mittelpunkt des Interesses der Polizei und vor allem der Medien. Am 2. Juli ging die bereits erwähnte Anne-Marie Smith, die Flugbegleiterin der United Airlines, die der Polizei erzählt hatte, sie habe eine Affäre mit Condit gehabt, auf Fox News mit einer sensationellen Geschichte an die Öffentlichkeit. Sie sagte, ein Vertreter von Condit habe versucht, sie dazu zu bringen, eine eidesstattliche Erklärung zu unterschreiben, in der sie die Beziehung leugnete. Smiths Geschichte war zuerst im Star-Magazin erschienen, einem Supermarkt-Boulevardblatt. Smith sagte, sie habe bald darauf einen Anruf von dem Condit-Vertreter erhalten. Er sagte, er habe eine eidesstattliche Erklärung, die sie bitte unterschreiben solle. Sie lautete, Zitat, ich habe und hatte keine Beziehung zum Kongressabgeordneten Gary Condit, außer dass ich mit ihm bekannt bin. Ich erkläre unter Androhung von Meineid gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika,
dass das Vorstehende wahr und richtig ist. Zitat Ende. Smith war verängstigt und rief einen befreundeten Anwalt der Familie in Seattle an. Der Anwalt erklärte dem Vertreter von Condit, dass Smith die eidesstattliche Erklärung nicht unterschreiben würde, weil sie nicht der Wahrheit entspreche. Am nächsten Tag gab es eine weitere brisante Entwicklung. Linda Zamsky, Chandras 40-jährige Tante, trat vor die Kameras. Sie sagte, sie sei es leid, immer wieder zu hören, dass Condit leugnete, eine Affäre mit ihrer Nichte Chandra gehabt zu haben. Zamsky sagte, Chandra habe sich ihr während zahlreicher Gespräche und langer Spaziergänge anvertraut. Chandra erzählte ihr jedes kleinste Detail. Zamsky sagte, ihre Nichte habe ihr erzählt, dass sie einen 5-Jahres-Plan hätten. Condit würde seine Frau verlassen und eine Familie mit Chandra gründen, aber bis dahin musste sie es vermeiden, gesehen zu werden, wenn sie in Condits Gebäude war. Zamsky hörte das letzte Mal am 29. April von Chandra, 2 Tage vor ihrem Verschwinden. Sie hinterließ eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter ihrer Tante, in der sie sagte, sie sei auf dem Weg zurück nach Kalifornien und habe große Neuigkeiten. Am 6. Juli hatte Detective Barrett ein privates Treffen mit dem Anwalt von Condit. Bei der ersten Durchsuchung von Chandras Wohnung fanden Barretts Ermittler eine schwarze Unterhose von Chandra, von der sie sich einige DNA-Spuren erhofften. Die Staatsanwälte wollten wissen, ob die Spuren von Gary Condit stammten oder ob Chandra mit einem anderen Mann zusammen war. Ein DNA-Test war die einzige Möglichkeit, dies rauszufinden. Während des Treffens sagte der Anwalt, dass Condit einer dritten Befragung zustimmen und detailliertere Fragen zu seiner Beziehung zu Chandra beantworten würde. Um 20.30 Uhr am selben Abend setzte sich Condit mit Barrett, dem leitenden Detective Rolf Durant und Kitty, einem Staatsanwalt in Lowells Büro in der Washingtoner Innenstadt, zusammen. Kitty drängte den Kongressabgeordneten von Anfang an, genauere Angaben über die Art seiner Freundschaft mit Chandra zu machen. Condit gab an, dass die Beziehung im November 2000 begann. Er sagte, dass Chandra ein paar Mal in der Woche in seine Wohnung in Adams Morgan kam, wobei sie gewöhnlich in ihrem Fitnessoutfit erschien und einen Rucksack mit Kleidung zum Wechseln bei sich trug. Condit gab auch zu, Chandra ein goldenes Armband geschenkt zu haben. In einer früheren Befragung bei der Polizei hatte er dies bestritten. Der Staatsanwalt forderte von Condit einen DNA-Test, doch irgendwann wurde es seinem Anwalt zu viel und er brach die Befragung ab. 3 Tage später, am 9. Juli, trafen sich Gary Condit, sein Anwalt und Detective Rolf Durant erneut. Die Gemüter hatten sich mittlerweile beruhigt und Condit hatte sich bereit erklärt, eine DNA-Probe abzugeben. Durant entnahm mit einem Wattestäbchen schnell eine Speichelprobe aus dem Mund des Abgeordneten. Es wurden keine Worte gewechselt. Die Prozedur dauerte weniger als eine Minute. Der Detective übergab die Probe an die Mobile Crime Unit der Polizei von Washington, die sie zur Untersuchung an das FBI-Labor in Quantico schickte. Die DNA aus Condits Speichel wurde mit der DNA auf dem Slip verglichen. Es war Condits DNA. Doch wenn man die Sensationslust beiseite schiebt und den Fall ganz nüchtern betrachtet, trägt die Übereinstimmung der DNA recht wenig zu dem Fall bei. Sie sagt einfach nur aus, dass der Kongressabgeordnete eine Affäre mit Chandra hatte. Mehr nicht. Condit hatte einfach nur versucht, seine Karriere und seine Ehe zu retten. Die Polizei glaubte nicht an eine Verwicklung Condits in Chandras Verschwinden. Die Staatsanwaltschaft aber schon. Für sie war das ein weiterer Beweis, dass Condit es getan hätte. Und genau das war das Problem. Die Staatsanwaltschaft hatte die Polizei von DC dazu gedrängt, sämtliche Spuren zu verfolgen, die irgendwie mit Condit zusammenhingen. Währenddessen konnten sich die Polizei aber keinen anderen Spuren oder Hinweisen widmen. Das ganze Medienspektakel drumherum trug nochmal zusätzlich zu den Spannungen zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft bei. Während die DNA-Übereinstimmung eines der wenigen Details der Untersuchung war, das nicht an die Öffentlichkeit gelangte, waren die Staatsanwälte wütend auf die Polizei wegen der vielen anderen undichten Stellen, die für den Fall eine potenzielle Bedrohung darstellten. Am selben Tag, an dem Condit seine DNA-Probe abgegeben hatte, standen zahlreiche Fernsehwagen vor seinem Wohnhaus. Der Skandal erregte weltweites Aufsehen und wurde von Nachrichtenagenturen auf der ganzen Welt aufgegriffen. Von der Daily Mail in London oder über dem Mercury in Australien bis hin nach China. Um 23.15 Uhr des immer noch selben Tages fuhren Polizeibeamte und Kriminaltechniker in nicht gekennzeichneten Fahrzeugen in Condits Wohnung und betraten sie.
Die Techniker der Mobile Crime Unit nahmen Abstriche vom Boden, der Türklinke, den Wänden und der Badewanne des Badezimmers. Während der Durchsuchung sammelten sie Haare von einem Schuh und einem Schrank und nahmen Flusen aus einem Wäschetrockner mit. Die Kameraleute auf der Straße filmten, wie die Techniker in der abgedunkelten Wohnung mit ultraviolettem Licht nach forensischen Beweisen, Blut, Fingerabdrücken oder Fasern suchten. Der Fall General Levi geriet Mitte Juli 2001 durch eine Reihe von sensationellen Boulevardgeschichten völlig außer Kontrolle. Die Ermittler in Washington widmeten währenddessen ihre volle Aufmerksamkeit weiter Condit. Sie wollten ihn einem Lügendetektortest unterziehen, aber der Kongressabgeordnete, der durch die Indiskretion und die Medienberichterstattung belastet war, weigerte sich natürlich. Er und sein Anwalt stellten ihren eigenen Lügendetektorprüfer ein. Am 13. Juli gab Lowell bekannt, dass sein Mandant den Test bestanden hatte. Es gab drei Fragen. Hatte Condit etwas mit Chandras Verschwinden zu tun? Hat er ihr Schaden zugefügt oder jemanden dazu veranlasst, ihr Schaden zuzufügen? Und wusste er, wo sie gefunden werden konnte? Die Polizei sowie das FBI haben die Rechtmäßigkeit dieses Tests nicht anerkannt und vor Gericht können Lügendetektortests sowieso nicht verwertet werden. Ende Juli, als die Spannungen zwischen der Polizei und Condit ihren Höhepunkt erreicht hatten, beantragten die Ermittler ein viertes Gespräch mit dem Kongressabgeordneten. Dieses Gespräch sollte von Brad Garrett geführt werden, einem bekannten FBI-Agenten. Garrett wusste, wie man Leute zum Reden bringt. Er hatte 4 Jahre damit verbracht, Mir Aimal Qazi, ein Pakistaner, der 1993 zwei CIA-Mitarbeiter vor deren Hauptquartier in Langley ermordet hatte, aufzuspüren und ein Geständnis von ihm zu erhalten. Er entlockte auch ein Geständnis von Ramzi Youssef, dem Drahtzieher des Bombenanschlags auf das World Trade Center im Jahr 1993. Am 26. Juli befragte Garrett zusammen mit dem Detectives Rolf Durant und Lawrence Kennedy aus Washington Condit in dem Büro seines Anwalts in der Innenstadt von Washington. Der Kongressabgeordnete nannte Daten und Details über seine Beziehung zu Chandra, von denen einige den Beamten noch nicht bekannt waren. Er sagte, sie sei Vegetarierin, immer gut gelaunt, nehme Vitamine, nehme keine Drogen und trinke nicht. Sie war reif für ihr Alter und sehr, sehr klug. Er sagte, er sei überrascht gewesen, dass sie den Mietvertrag für ihre Wohnung gekündigt hatte, weil er erwartet hatte, dass sie nach ihrem Abschluss an der University of Southern California zurück nach DC kommen würde. Nach dem Gespräch wusste es Garrett sofort. Condit war nicht der Mann, den sie suchten. Während die Welt sich also auf Condit konzentrierte, saß ein salvadorianischer Einwanderer im Gefängnis, der angeklagt war, im Rock Creek Park Frauen mit einem Messer angegriffen zu haben. Chandra hatte am Tag ihres Verschwindens im Internet nach Aktivitäten im Park gesucht. Der Mann im Gefängnis schien für die Ermittler, die nach ihr suchten, ein Hauptverdächtiger zu sein. Doch nach der Verhaftung des Mannes am 1. Juli vergingen 19 Tage, bevor die Ermittler im Fall Chandra nach eigenen Angaben von dem Mann erfuhren. Am 20. Juli hat einer der Beamten festgestellt, dass sich ein hispanischer Mann 9 Wochen zuvor im Rock Creek Park von einer Frau namens Karen Mosley entblößt hatte. Der Fall war von der Parkpolizei untersucht worden. Ende Mai ging die 29-jährige Mosley mit ihrem Hund auf einem Weg im Park spazieren, als sie einen jungen hispanischen Mann sah, der sich entblößte. Er rannte davon, als ihr Hund ihn anknurrte. Mosley rannte zurück und rief von einem Münztelefon aus die Polizei an. Ein Beamter der Parkpolizei teilte ihr mit, dass sie Glück gehabt habe. Im Park befindet sich ein Mann, der eine Frau angegriffen habe, die auf einem nahegelegenen Weg gejoggt hatte. Am 24. Juli, als die Ermittler der Polizei von Washington D.C. die Parkpolizei um weitere Informationen über Mosley baten, erfuhren sie zum ersten Mal von einem Angriff im Park. Die Ermittler im Fall Chandra Levi verfolgten die Informationen über Ingmar Gwandiki erst nach 2 Monaten. Und so verging die Zeit. Bis am 11. September 2001 Terroristen Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon verübten. Die mittlerweile 4 Monate alte Geschichte über Chandra Levi verschwand schnell von den Titelseiten der Zeitungen in aller Welt. In Washington wurden die Ressourcen der Polizei von Chandras Fall auf Aufgaben im Zusammenhang mit dem Anschlag verlagert. Ingmar Gwandiki erregte erst Mitte September die Aufmerksamkeit der Staatsanwälte, als sie erfuhren, dass Gwandiki einem Informanten im Gefängnis gesagt haben soll, er habe doch Chandra getötet. Am 21. September wurde Gwandiki aus seiner Gefängniszelle geholt und zur Staatsanwaltschaft in Washington gebracht,
wo er von Staatsanwälten und Kriminalbeamten befragt wurde. Kwandike wurde ein Bild von Chandra gezeigt. Er sagte, er kenne sie nur aus dem Fernsehen. Diese Aussage stand im Widerspruch zu der Aussage, die Kwandike bei einem Beamten der Parkpolizei gemacht hatte. Damals sagte er nämlich, er habe sie auf einem Parkplatz gesehen. Am 19. Oktober begaben sich die Polizei von DC und die Bundesstaatsanwaltschaft in das Gefängnis von DC, um den Informanten zu befragen. Der Informant sagte, er habe sich mit Kwandike bei Spaziergängen auf dem Hof des Gefängnisses angefreundet. Kwandike wartete auf seinen Prozess wegen der Angriffe im Park am 14. Mai und am 1. Juli. Der Informant sagte, dass Kwandike eines Tages im August deprimiert aussah und sagte, dass ihn etwas bedrücken würde. Er habe gestanden, im Park eine Frau namens Chandra Levi ermordet zu haben, die Praktikantin, deren Bild überall im Fernsehen gezeigt worden war. Und es gab noch mehr. Er sagte, der Abgeordnete Gary Condit habe ihn für diese Tat bezahlt. Kwandike war in der Gegend von Adams Morgen spazieren gegangen, als ein Auto am Straßenrand hielt. Condit bot ihm Geld an, $25.000 für den Mord an einer Frau. Der Kongressabgeordnete zeigte ihm ein Foto und einen Ort, an dem er sie finden konnte. Der Informant sagte, Kwandike habe ihm erzählt, er habe Drogen genommen und Alkohol getrunken, um sich für den Angriff zu wappnen. Er ging zu dem Ort, den Condit ihm genannt hatte, und sah Chandra auf einem Pfad laufen. Kwandike versteckte sich in einem Gebüsch und als Chandra zurückkam, sprang er heraus, griff sie an und stach ihr in den Hals und in den Bauch. Sie fiel zu Boden und Kwandike schleifte ihre Leiche tief in den Wald hinein. Er grub mit bloßen Händen ein Loch und bedeckte Chandra mit Erde, Blättern und Stöcken. Er ließ das Messer in ihrem Körper zurück und überlegte später, ob er es nicht doch lieber zurückholen sollte, tat es aber nicht. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft von DC waren sich nicht sicher, was sie von der Geschichte des Informanten halten sollten. Sie hielten den Teil über Condit für lächerlich, aber sie fragten sich, ob Kwandike immer noch in Chandras Verschwinden verwickelt gewesen sein könnte. Am 28. November unterzog sich der Informant, der nur wenig Englisch sprach, einem Lügendetektortest im Büro der US-Staatsanwaltschaft. Er hat ihn nicht bestanden. Die Ergebnisse des vom FBI durchgeführten Tests zeigten, dass der Informant unsicher war, als er zwei Fragen mit Ja beantwortete. Hat Kwandike ihnen gesagt, dass er Chandra Levi erstochen hat? Und hat Kwandike ihnen gesagt, dass er $25.000 von einem Kongressabgeordneten für das Erstechen von Chandra Levi erhalten hat? Knapp 9 Wochen später, am 4. Februar 2002, wurde Kwandike vom FBI einem Lügendetektortest unterzogen. Auf die Frage, ob er an Chandras Verschwinden beteiligt war und ob er ihr Verschwinden verursacht hat, antwortete er mit Nein. Die Ergebnisse waren nicht eindeutig und fielen in eine Grauzone zwischen Wahrheit und Lüge, was auch immer das bedeuten mag. Wie ich schon in vielen anderen Videos erwähnt habe, können Lügendetektoren ein hilfreiches Instrument sein, aber die Ergebnisse sind vor Gericht nicht zulässig, weil die Wissenschaft dahinter als unzuverlässig gilt. Und es gab noch ein Problem mit den Lügendetektortests im Fall Chandra. Weder der Informant noch Kwandike sprachen viel Englisch und die FBI-Polygraphenprüfer waren nicht zweisprachig ausgebildet. Für beide Prüfungen wurde ein Übersetzer eingesetzt, eine Variable, die nach Ansicht von Lügendetektorexperten die Testergebnisse beeinträchtigen kann. Polygraphengeräte messen kleinste Veränderungen der Atmung, des Schwitzens, des Blutdrucks und anderer Körperfunktionen. Wenn der Prüfer und der Übersetzer in ihren Worten nicht übereinstimmen, können die Testergebnisse verfälscht werden. Und dennoch verließ sich die Polizei auf die Ergebnisse des Lügendetektors, um Kwandike als Verdächtigen auszuschließen. Die Ermittler haben seine Opfer nicht befragt, sie besuchten die Tatorte im Rock Creek Park nicht, sie setzten keine spanisch sprechenden Ermittler ein, um mit Kwandikes Freunden und Verwandten zu sprechen, und sie suchten nicht nach seinen Besitztümern, um sie auf forensische Beweise zu untersuchen. Am 8. Februar, 4 Tage nach seinem Lügendetektortest, wurde Kwandike vor Gericht gebracht, um verurteilt zu werden, nachdem er sich der Angriffe auf Hallie Schilling und Christy Wigand schuldig bekannt hatte. Die Staatsanwältin sagte der Richterin, Kwandike sei ein kooperativer Angeklagter. Sie sagte, dass er mit Staatsanwälten und der Polizei über den Fall Chandra als Teil seiner Einigung gesprochen habe und dass er einen Lügendetektortest bestanden habe, bei dem er gefragt wurde, ob er etwas über ihr Verschwinden wisse.
Die Richterin sagte, sie habe nie geglaubt, dass Gwandiki etwas mit Chandras Verschwinden zu tun habe. Am Ende der 38-minütigen Anhörung verurteilte der Richter Gwandiki zu einer 10-jährigen Haftstrafe in einem Bundesgefängnis. Wir springen zum 22. Mai im Jahr 2002. Philip Douglas Palmer, ein 42-jähriger Möbelbauer, ging mit seinem Hund eine steile Schlucht am Western Ridge Trail im Rock Creek Park spazieren. Palmer wanderte seit 30 Jahren auf den Pfaden des Parks und war auf der Suche nach Gegenständen, die er seiner ausgefallenen Sammlung von Hirschgeweihen und Tierknochen hinzufügen wollte. Palmer entdeckte plötzlich ein rotes Kleidungsstück und bemerkte eine flache Vertiefung im Boden. Unter dem Gestrüpp sah er einen ausgebleichten Gegenstand, den er für einen Schildkrötenpanzer hielt. Er fegte einige Blätter weg und entdeckte einen menschlichen Schädel. Palmer markierte die Stelle und verließ den Ort, um die Polizei zu alarmieren. 10 Minuten später traf Sergeant Dennis Bozak von der US-Parkpolizei ein. Er warf einen Blick darauf und dachte sich sofort, Ingmar Gwandiki ist hier gewesen. Der Tatort ähnelte auf unheimliche Weise dem Tatort, wo Christy Wiegand ein Jahr zuvor angegriffen worden war. Der neue Tatort befand sich in der Nähe des Parks Grove 17, in dem die Polizei fast ein Jahr zuvor nach Chandras Leiche gesucht hatte. Bozak sah einen roten Sport-BH, ein Höschen von Victoria's Secret und eine schwarze Stretchhose, die auf links gedreht war. Merkwürdigerweise war jedes Hosenbein verknotet. Bozak entdeckte ein schmutziges graues T-Shirt Größe S, das ebenfalls auf links gedreht war. Am Tatort befanden sich außerdem ein Walkman, ein weißer Reebok-Jogging-Schuh sowie verstreute Knochensplitter. Das alles lag in einem Umkreis von 10 Metern um den Schädel, am Rand der Schlucht verstreut. Die Beamten waren sich nach einem kurzen Gespräch sicher. Hier handelt es sich um einen Tatort von Ingmar Gwandiki. Die oberste Polizeiführung, die von Anfang an mit dem Fall Chandra betraut war, Chief Charles Ramsey und sein Stellvertreter Terence Gaynor, begaben sich an den neuen Tatort. Chandra war mittlerweile seit 386 Tagen vermisst worden. In Modesto, Kalifornien, nahmen Robert und Susan Levi an diesem Morgen in ihrem Wohnzimmer ein Interview für die Oprah Winfrey Show auf, die einen weiteren Beitrag über Chandras Verschwinden bringen sollte. Später, am selben Morgen, klingelte das Telefon. Die Polizei von DC teilte ihnen mit, dass sie die Überreste einer Frau im Rock Creek Park gefunden hätten. Es könnte Chandra sein. Die Überreste waren so lange der Witterung ausgesetzt, dass bei der Autopsie am nächsten Tag nicht mehr viel zu untersuchen war. Der Gerichtsmediziner fand keine Spuren von Kugeln, Stichwunden oder Schädelfrakturen. Er konnte nicht feststellen, ob Chandra erwürgt worden war, sagte aber, dass das Zungenbein in ihrem Hals beschädigt worden war. Das wäre ein Indiz für Erwürgen, könnte aber auch durch Wildtierfraß entstanden sein. Der Vermisstenfall Chandra Levi war nun offiziell ein Mordfall. Mehr als eine Woche lang durchsuchten Techniker der Mobile Crime Unit und Polizeianwärter den Wald um Chandras Überreste. 2 Wochen später, am 6. Juni 2002, fuhren die von der Familie Levi angeheuerten Privatdetektive zum Rock Creek Park. Die Polizei hatte ihre Suche beendet und die pensionierten Detectives der Mordkommission von Washington, Dwayne Stanton und J.T. McKen, wollten sich den Tatort mal selber ansehen. Etwa 1,5 Stunden nach Beginn der Suche begann McKen in einem Gebiet zu suchen, das etwa 25 Meter von der Stelle entfernt war, an dem man Chandras Schädel gefunden hatte. Er hakte einige Blätter zusammen und entdeckte etwas, das wie ein 12 bis 14 Zentimeter langer Knochen aussah, der in der Erde steckte. Es stellte sich heraus, dass es sich um Chandras linkes Schienbein handelte. Peinlicher hätte es für Polizeichef Ramsey nicht sein können. Wie konnte es sein, dass 2 pensionierte Privatdetektive ein so wichtiges Beweisstück sofort entdeckten, das von einer ganzen Horde Ermittler einfach übersehen wurde? Schon bei der ersten Durchsuchung des Parks im Jahr zuvor hatten sie Chandras Überreste übersehen. Die Polizei von DC konnte es nicht glauben, dass McCann und Stanton etwas gefunden hatten, das sie übersehen hatten. Die Ermittler forderten McCann auf, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Er weigerte sich, beleidigt durch die Unterstellung, er habe sich an einem Tatort zu schaffen gemacht. Die Ermittler wandten sich dann an Palmer, demjenigen, der Chandras Schädel gefunden hatte, und fragten ihn, ob er den Knochen genommen und zurückgelegt haben könnte, als er merkte, dass er zu einem Tatort gehörte. Palmer gab eine auf Video aufgenommene Erklärung ab, in der er bestritt, den Knochen irgendwie bewegt zu haben.
Die Polizei machte sich erneut lächerlich, als ihre eigenen Suchteams zurückkehrten und weitere Überreste fanden. Kleine Knochen von Chandlers Händen, Füßen und Rücken, ein Fersenknochen und ein Oberschenkelknochen, den größten Knochen des menschlichen Körpers. Diese Entdeckungen warfen ein helles Licht auf die seit langem bestehenden Probleme der personell und finanziell unterbesetzten mobilen Ermittlungseinheit. Die Ausbildung war uneinheitlich und es fehlte an Ausrüstung. Einige Techniker verwendeten ihr eigenes Geld, um Marker, Wattestäbchen und Spurensicherungsbeutel zu kaufen. Die Ermittler in Washington DC und das FBI hatten also nun einen Mordfall und nur wenige Hinweise, denen sie folgen konnten. Daraufhin wandten die Ermittler sich an Kim Rossmo, dem Leiter einer Forschungsabteilung der Police Foundation in Washington, der für seine Arbeit als sogenannter geografischer Profiler bekannt war. Er hatte eine computergestützte Methode zur Analyse von Mustern bei Morden, Brandstiftungen und anderen Verbrechen entwickelt. Als Rossmo den Fall Chandler untersuchte, interessierte er sich besonders für Guandiki und die Gewaltverbrechen, die er im Rock Creek Park begangen hatte. Rossmo stellte fest, dass der salvadorianische Einwanderer um die Zeit von Chandlers Verschwinden am Rande des Parks lebte und zwei Frauen auf abgelegenen Pfaden, die über steile Abhänge führten, mit einem Messer angriff. Solche Angriffe waren im Park selten und sie hatten nach der Verhaftung von Guandiki sofort aufgehört. Für Rossmo sah es statistisch, situationsbedingt und geografisch so aus, als könnte Guandiki der richtige Mann sein. Beide Angriffe richteten sich gegen Frauen und die geografische Lage und der Zeitraum stimmten mit dem Angriff auf Chandra überein. Und trotzdem hat der Polizeichef von DC, Charles Ramsey, Guandiki als Verdächtigen heruntergespielt, womöglich um vor dem Versagen seiner eigenen Leute abzulenken. Der Mordfall Chandra Levi wurde bis 2006 als sogenannter Cold Case geführt, bis eine Frau namens Kathy Lanier Ramsey als Polizeichef von Washington DC ablöste. Lanier ersetzte den leitenden Ermittler durch drei erfahrenere Ermittler, die über mehr Erfahrung in Mordfällen verfügten. Im September 2008 durchsuchten die Ermittler Guandikis Zelle im kalifornischen Bundesgefängnis und fanden ein Foto von Levi, das er aus einer Zeitschrift ausgeschnitten hatte. Die Polizei befragte Bekannte von Guandiki, um mehr über ihn zu erfahren und Zeugen seiner vorherigen Angriffe im Rock Creek Park. Am 3. März 2009 erließ der Superior Court von DC einen Haftbefehl gegen Guandiki. Am 20. April wurde er in das Gefängnis von Washington DC überführt und zwei Tage später des Mordes an Levi angeklagt. Er wurde von einer Grand Jury in insgesamt 6 Punkten angeklagt. Guandiki plädierte bei seiner Anklageerhebung auf nicht schuldig, woraufhin zunächst ein Verhandlungstermin für den 27. Januar 2010 angesetzt wurde. Am 18. Oktober 2010 begann die Auswahl der Geschworenen am Superior Court. Der stellvertretende US-Staatsanwalt stellte die Namen potenzieller Zeugen für den Prozess vor, darunter der FBI-Agent Brett Garrett und die beiden Frauen, die Guandiki wegen Körperverletzung ins Gefängnis brachten. Am 25. und 26. Oktober sagten Hallie Schilling und Christy Wigand aus, dass sie von Guandiki angegriffen wurden, als sie unabhängig voneinander im Rock Creek Park joggten. Wigand erzählte, dass Guandiki sie von hinten packte, sie eine Schlucht hinunterzog und ihr ein Messer ins Gesicht hielt. Am 26. Oktober 2010 trat Levis damals 64-jähriger Vater Robert in den Zeugenstand und zog überraschenderweise seine Aussagen über seine frühere Verdächtigungen gegenüber Condit zurück. Robert Levi sagte aus, dass er den Behörden in den ersten Jahren der Ermittlungen gesagt habe, dass seine Tochter Chandra zu vorsichtig gewesen wäre, um alleine im Wald zu joggen. Heute würde er aber anders darüber denken. Er sagte, er habe der Polizei auch erzählt, dass seine Tochter und Condit einen 5-Jahres-Plan hatten, um zu heiraten. Im Nachhinein gab Robert Levi zu, Zitat, "Ich habe einfach alles gesagt, was mir in den Sinn kam, um ihn als Bösewicht hinzustellen." Zitat, Ende. Levi fügte hinzu, er sei davon überzeugt gewesen, dass Condit schuldig sei, bis er von Guandiki erfuhr. Am 1. November sagte Condit im Prozess aus und wurde mindestens 3-mal gefragt, ob er und Chandra Levi eine sexuelle Beziehung gehabt hätten. Condit verweigerte die Aussage. Der FBI-Forensiker Alan Justy sagte aus, dass auf der Unterwäsche aus Chandras Wohnung Condits DNA gefunden wurde. Ein Zeuge der Staatsanwaltschaft namens Armando Morales, der im US-Gefängnis in Kentucky eine Zelle mit Guandiki teilte, sagte aus, dass Guandiki 2006 wegen der Gewalttätigkeit von Insassen gegenüber mutmaßlichen Vergewaltigern besorgt war.
Solche Menschen stehen meistens am untersten Ende der Gefängnishierarchie. Morales gab an, dass Guandiki, der ein Mitglied der Mara Salvatrucha Gang war, ihm anvertraut habe, dass er Levi beim Versuch, sie auszurauben, getötet habe, dass er sie aber nicht vergewaltigt habe. Die Staatsanwaltschaft stellte den Fall am 10. November überraschend ein und ließ 2 der 6 Anklagepunkte gegen Guandiki fallen. Am 15. November stellte die Verteidigung ihren Fall ein, ohne Guandiki in den Zeugenstand zu rufen. Andere Zeugen aus dem Gefängnis, die von der Verteidigung aufgerufen wurden, widerlegten die Aussage von Morales. Ein Häftling namens José Manuel Alanis sagte aus, dass Guandiki weder Vergewaltigung noch Mord erwähnt habe, als er mit ihm und Morales eine Zelle im Gefängnis in Kentucky teilte. Daraufhin ließ die Staatsanwaltschaft 2 weitere Anklagepunkte fallen, weil die Verjährungsfrist abgelaufen war. Während der Schlussplädoyers für die verbleibenden Anklagepunkte behauptete Staatsanwältin Amanda Haynes, dass Guandiki Levi gefesselt und geknebelt habe, nachdem er sie angegriffen hatte und sie im Park einfach liegen ließ, bis sie an Dehydrierung starb. Seine Verteidigerin konterte mit dem Fehlen jeglicher DNA-Beweise, die Guandiki mit dem Tatort in Verbindung brächten. Die Geschworenen begannen ihre Beratungen am 17. November 2010. Nach 2 Verhandlungstagen hatten alle Geschworenen bis auf einen für eine Verurteilung von Guandiki gestimmt. Am 3. Tag baten die Geschworenen den Richter, die Definition von Körperverletzung zu erklären. Der Richter antwortete, dass jede körperliche Verletzung rechtlich als Körperverletzung angesehen werden könnte, egal wie gering sie auch sei. Am 22. November 2010 befanden die Geschworenen Guandiki in den 2 verbleibenden Anklagepunkten des Mordes ersten Grades für schuldig. Nach der Verhandlung sagte ein Geschworener, dass die Aussage von Morales ausschlaggebend für das Urteil gewesen sei. Die Verurteilung wurde als ein Wunder bezeichnet, da sie nur durch Indizienbeweise zustande gekommen war. Am 1. Februar 2011 beantragten Guandikis Anwälte ein neues Verfahren mit der Begründung, dass das Urteil nicht ordnungsgemäß zustande gekommen sei. In dem 17-seitigen Antrag wurde behauptet, dass die Staatsanwaltschaft an die Emotionen der Geschworenen appelliert habe, indem sie Verweise auf nicht beweisbare Fakten verwendet habe. In dem Antrag wurde außerdem behauptet, dass ein Geschworener, der sich keine Notizen gemacht hatte, gegen die Anweisung des Richters verstoßen habe, sich nicht von den Notizen eines anderen Geschworenen beeinflussen zu lassen. Die Staatsanwaltschaft lehnte eine Wiederaufnahme des Verfahrens mit dem Argument ab, dass die Frage der Notizen lediglich eine Formsache sei, die keine nennenswerte Auswirkung auf das Urteil gehabt habe. Guandiki drohte daraufhin eine Mindeststrafe von 30 Jahren und eine Höchststrafe von lebenslänglich ohne die Möglichkeit der Bewährung. Bei der Beantragung der Höchststrafe erklärte die Staatsanwaltschaft, dass Guandiki nicht in der Lage sei, sich zu kontrollieren und daher immer eine Gefahr für andere Frauen bleiben werde. In einem von der Staatsanwaltschaft im Februar 2011 vorgelegten Memo wurde Guandikis Belästigung des weiblichen Personals im Gefängnis angeführt, darunter das Ansprechen einer Krankenschwester. Der stellvertretende US-Staatsanwalt gab bekannt, dass er mit einem Ermittler nach El Salvador gereist war, um Behauptungen nachzugehen, Guandiki sei wegen mutmaßlicher Übergriffe auf einheimische Frauen im Jahr 1999 aus seinem Heimatland geflohen. Während der Anhörung zur Urteilsverkündung am 11. Februar sagte Guandiki zu Levis Familie zwar, dass es ihm leid tue, was deren Tochter zugestoßen ist, beteuerte aber weiterhin seine Unschuld. Letztendlich lehnte der Richter Guandikis Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ab und verurteilte Guandiki zu 60 Jahren im Gefängnis. Er beteuerte bei der Urteilsverkündung seine Unschuld und auch in den Jahren nach dem Prozess hatte er seine Unschuld immer wieder beteuert. Am 28. Juli 2016 kam dann aber eine überraschende Wendung. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass sie das Verfahren gegen Guandiki nicht weiterverfolgen und stattdessen seine Abschiebung anstreben werde. Nach Angaben der Washington Post verloren die Staatsanwälte das Vertrauen in den Fall, nachdem sie erfahren hatten, dass der Kronzeuge Morales, der mittlerweile in Maryland lebte, heimlich dabei aufgezeichnet wurde, wie er während des Prozesses 2010 im Zeugenstand zugab, gelogen zu haben. Die Frau, die die Aufnahme gemacht hatte, übergab sie der Polizei. Die US-Staatsanwaltschaft teilte lediglich mit, dass aufgrund neuer Informationen, die in der vergangenen Woche ans Licht gekommen waren, nicht mehr genügend Beweise für eine Wiederaufnahme des Verfahrens vorliegen. Guandiki wurde im März 2017 in sein Heimatland El Salvador abgeschoben. Was bleibt also noch zu dem Fall Chandra Levi zu sagen? Die meisten der Ermittler, die damals an diesem Fall gearbeitet haben, haben sich mittlerweile in alle Himmelsrichtungen zerstreut.
Alle, die sich zu einer Befragung bereit erklärt hatten, sagen jetzt, dass Condit nichts mit Shenrocks Verschwinden zu tun hatte. Fast alle halten Guandiki für den Hauptverdächtigen, auch wenn er konsequent jede Beteiligung an dem Verbrechen bestreitet. Die Ermittler zweifeln weiterhin an dem Fall, besonders an den vielen verpassten Gelegenheiten, Beweise über den Mörder zu sammeln. Unter anderem führen sie das Versäumnis an, das Band der Überwachungskamera von Chandras Wohnhaus sofort zu beschaffen. Das Versäumnis, den Inhalt ihres Computers, der gezeigt hätte, dass sie im Rock Creek Park nach etwas zu tun suchte, sofort und korrekt zu analysieren. Das Versäumnis, eine gründlichere Durchsuchung des Rock Creek Parks durchzuführen. Und das Versäumnis, die mögliche Verbindung zwischen Chandras Verschwinden und Guandikis Angriffen im Rock Creek Park schnell zu erkennen und zu nutzen. Ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft sagte, die zweimonatige Verzögerung bei der Fokussierung auf Guandiki von Juli 2001 bis September 2001 sei zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Ermittler und Staatsanwälte die Verbindung zwischen Chandras Verschwinden und dem Rock Creek Park nicht herstellen konnten. Jack Barrett, der ehemalige Chef der Kriminalpolizei von Washington, sagte, dass die Konzentration auf Condit den Ermittlungen extrem geschadet habe. Er rügte auch seine Vorgesetzten, den damaligen Polizeichef Charles Ramsey und seinen Stellvertreter Terence Gaynor, für ihre ständigen Pressekonferenzen, die den Medienrummel weiter anheizten. Ramsey, der jetzt Chef der Polizei von Philadelphia ist, sagte, es gebe keine Beweise, die Condit mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Nur Gaynor, der ehemalige stellvertretende Chef der Polizei von Washington, glaubt weiterhin, dass Guandiki kein Verdächtiger ist. Da der Fall nie aufgeklärt werden konnte, haben Condit und seine Frau einen schwierigen Kampf geführt, um seinen Ruf teilweise wiederherzustellen. Sie reichten Klage gegen den National Enquirer und den Vanity Fair Autor Dominic Dune ein. Beide wurden außergerichtlich beigelegt. In Modesto, Kalifornien, versuchten Robert und Susan Levi ihr Leben, so gut es ging, weiterzuführen. Robert verbrachte viele Stunden mit der Behandlung von Krebspatienten und beschäftigte sich viel mit Spiritualität. Susan gehört einer Gesangsgruppe an und hat versucht, andere Eltern zu trösten, die ihre Kinder ebenfalls durch Gewalttaten verloren haben. Der Fall Chandra Levi gilt somit heute nach wie vor als nicht gelöst. Dieser Fall ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie Medien eine laufende Ermittlung so extrem beeinflussen können, dass diese Ermittlungen irgendwann in eine völlig andere Richtung laufen. Dieser Fall ist auch ein gutes Beispiel, wie Polizisten in sämtlichen Bereichen ihrer Tätigkeiten so versagen können, dass ein Fall danach nicht mehr lösbar erscheint. Meiner Meinung nach ist Guandiki der Täter. Da spricht eigentlich alles dafür und Condit hat einfach nur das große, große Pech gehabt, dass er eine Affäre mit einer Frau hatte, die einem Mord zum Opfer fiel und er somit quasi ins Rampenlicht der Medien rückte. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr? Hat Condit wirklich etwas mit dem Verschwinden von Chandra zu tun? Hat er womöglich sogar Guandiki bezahlt, dass er sie aus dem Weg räumt? Oder hat Guandiki sie wirklich einfach nur beim Joggen überfallen und ist der wahre Täter? Oder vielleicht ist hier jemandem völlig anderes zum Opfer gefallen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir hören uns im nächsten Video, meine Lieben. Bis dahin, tschüss!